So, willkommen zu einem kleinen Video. Ich habe irgendwie versucht, mein Bestes zu geben. Ein Discord-Channel für den, also für den Clash of Clans, also für den Clan-Kanal, Clan Los Banditos einzumachen. Am besten versucht, soweit ich verstehe, wie das funktioniert und so. Vielleicht, falls vielleicht jemand eine Idee hat, noch irgendwie was man machen kann. Da habe ich mal so einfach mal so gestaltet, was vielleicht noch reinpassen könnte. Natürlich noch alles erweiterungsmäßig. Da könnt ihr am besten, also wenn ihr Vorschläge habt, habe ich hier nochmal die Discord-Verbesserung. Also, was ihr, wenn ihr halt Ideen habt, könnt ihr euch dort reinschreiben. Vielleicht bin ich auf YouTube News mit alles über Clan YouTube-Kanal. Also Videos, neue Videos. Einfach dort mal gepostet und natürlich meinen Kanal. Mit Freunden natürlich, Freunden gibt es eigentlich auch. Da gibt es noch Twitch News, also wenn es Clash of Clans oder andere Streams gibt, also wann die jetzt kommen halt, wird natürlich dort markiert, also dann natürlich man da geht natürlich für Twitch und wegen Let's Plays und ja, und natürlich Clash of Clans, ja. Da habe ich extra für Livestream auch Erweiterung war. Clash of Clans habe ich nämlich irgendwann so gemacht, global. Heißt also, jetzt kann jeder chatten. Also hier wird, also wer dann zum Beispiel vom Clan ist, sag mal dort vorstellen. Also mit Clanname. Wie heißt Clash? Dann am besten, wenn es geht, richtiger Name halt und dann am besten Rang. Alter und so. Ich würde nämlich dann alles in die Clash of Clans Liste tragen. Das kann, falls es klappt, habe ich nämlich eingestellt, dass man sich das einstellen kann oder auch mal eine richtige Liste halt mit Name, Alter und so. Dann Alter kann, ja, wie er mit Clash of Clans heißt halt. Dazu noch Rang. Am besten der Blöffler, aber das ist ein bisschen viel. Aber dann noch der Standort, ob man. Ach, der Los Banditos ist. Zum Beispiel Staub oder halt kann, da hat man so ungefähr Überblick von über die Spieler, läuft das ja gerade ab, welcher Account hat er, steht halt auch, kann man auch dazu machen halt, wem wir natürlich gehört, das hat man Katz, das natürlich vielleicht klappt, dann wieder so erweitern das ganzen, viel Arbeit, aber es wird so kleiner. Hier natürlich das Banditos Clan Chat, das ist natürlich als Mitglieder von Los Banditos Clan Regeln wird von Pizza und von mir nochmal bearbeitet, wird noch alles noch kurz Überblick, aber ein Überblick, was ja alle Regeln für gilt, da müssen wir noch gucken und werden alles zusammenfassen halt. Das bei Los Krankrieg wird alles ja Koffer und halt sonstiges halt. Wird alles so direkt mal drin verfasst, ja. Und dann wird es auch natürlich bei Sparstätte auch natürlich geben. Falls man irgendwie Hilfe braucht, kann man sich ja kurz mal melden und fragen, ob vielleicht jemand helfen kann beim Angriff, wie man zum Beispiel angreifen könnte oder wo man angreifen könnte. Man kann natürlich im Knopf eine Nachrichtung einstellen, dass halt Channel. Also von diesem Kanal, von da schon haben, auch die bekommen, angezeigt wird aufs Handy, wie man es downloaden kann. Was du nur natürlich, was du am Ende Manager mit Sprachchat und Text halt. Auch mit Video, aber das braucht man ja nicht. Ist ja schon. Hier werden halt die Klagik-Teilnehmer aufgelistet und so. Wird auch ungefähr so, guckt mal, wie man am besten das planen kann. Aber ich habe einfach ein paar. Können die vielleicht noch am besten passen. Man kann dann zum Beispiel jetzt ändern oder weg entfernen oder noch was hinzu, was vielleicht fehlt. Dazu leider klar, gut. Ich habe noch ein paar Ideen. Das kommt natürlich dann oben bei nicht dann rein. Hier ist natürlich extrem Pizza geeignet. Muss dann nochmal gucken, dass halt dass nicht andere dann reingucken können, sondern nur die Leute, die halt so drin sind. Da muss ich aber noch alles mal gucken, ich kenne mich halt noch nicht so aus halt. Jetzt soll man am besten
markieren, wann gerade nicht zocken kann, halt, dass man Bescheid weiß, dass man es nicht dann passiert, dass man aus Versehen gekickt wird, oder dass man kann man halt Bescheid geben, wenn man im Clan geht und nicht schafft, irgendeinen Angriff zu machen, dass wird nochmal kurz Bescheid geben. Alle wissen halt irgendwie planen können, aber das nicht vergessen, pünktlich war. Noch was schaffen. Ja, wird natürlich alles noch erweitert, alles noch in der Anfangsphase. Also je mehr Feedback und mehr Hilfe reinkommt, besser wird es und erweitert wird es dann. Und hier natürlich, wie gesagt, Barchat und Global Content können reden. Danach der Chat. Also falls ihr, wer hier einfach mal so reden möchte. Also wenn es natürlich geil wäre, wenn man so setzen könnte, dass hier das Clash of Clans den Chat dort reinversetzt wird. In diesem Beispiel mal hier nochmal reden. Und in Clash of Clans nur Truppen gefordert werden und ja. Sieht zwar ein bisschen inaktiv aus, aber ihr könnt dann hier in Ruhe reden. Man kann jemanden persönlich anschreiben, der war ja drauf. Wenn zum Beispiel gerade was hört, macht also alles einen schönen Einstieg, kann Partnerisch schicken. Ja. Ein bisschen zu übelst, den Überblick hat. Licht und besser läuft alles. Ob alles klappt, weiß dann, ob dann natürlich ja. Dann eintragen halt. Ja, drin ist, also sieht man natürlich, wer alles zurecht hat, also den hier, Los Banditos, hat da zum Beispiel der Zugang. Dann hier haben alle Zugang. Da war ein kleiner. Ja, ich weiß auch nicht. Auch wieder nicht viele. Aber muss schon mal gucken, ob alles funktioniert. Aber falls wer eine Idee hat, wie es funktioniert, gerne Bescheid geben. Hier kann man natürlich zum Beispiel erwähnen, anrufen. Oder Nickname. Schon geändert, wird dann natürlich nur hier angezeigt, die auf den Kanal halt. Mal gucken, ob alles gut klappt, natürlich nicht vergessen, unten Einladung, sofort Einladung. Hier gibt es ja Leute einladen, habe ich sofort Einladung, dauerhaft. Und zwar bei hier rein, also rein gibt es zum Beispiel Admin, das ist Show Followers, Ältester, natürlich den Rang, Twitch Subscriber zum Beispiel, also wenn man mich auf meinen Twitch Kanal kostet also 5 oder 5 Euro abonniert, hat man zum Beispiel mehr dafür, also hat man die mehr Möglichkeiten auf den Channel. Mehr als mal normale Person halt. Was werde ich auch machen, aber natürlich später. Guck mal, und Emoji gibt es natürlich auch einmal die Twitch-Emoji und einmal so immer Treffer reingemacht. Da gibt es natürlich hier das hier, also Darkstone natürlich. Meiner vom Twitch. Darum, dass ihr Abonnent. Und ich habe ja immer endlos, habe ich immer die Emojis und wer das hat, hat auch zum Beispiel mehr Rollen, also mehr Verfügung. Mehr Möglichkeiten. Und natürlich diese Emojis.